Waschpark. Man sieht, diesmal machen wir sogar richtig gut heißes Wasser. Und jetzt kann ich euch auch mal hier unseren Platz zeigen für heute Nacht. Der ist super mega geil. Da steht unser Auto. Ja, und ja, wir haben heute ein bisschen Wäsche gewaschen, da hängt noch ein bisschen Wäsche. Und genau, das sind unsere neuen Haustiere. Hier haben wir so einen coolen Rastplatz, Picknickplatz, wie auch immer. Auf jeden Fall stehen hier schon Tische und Bänke. Und da vorne ist sogar eine Feuerstelle. Und hier darf man offiziell Feuer machen, was schon mal ganz cool ist. Und da ist sogar Feuerholz. Und da ist ein Fluss. Ziegenalarm! Komm runter! Ziegenalarm! Brave Ziege! Runter! Komm runter, Ziege! Komm! Komm runter! Deine brave Ziege! Oh, und die andere frisst gerade unser Geschirrtuch. Alarm! Das ist wie mit Kindern, so. Ey! Ja, Melli, bändige die Ziegen! Runter jetzt! Runter! Runter! Du bist eine böse Ziege! Hier ist die Bremse. Schau. Alarm, Ziege. Alarm. Ja, ich komm schon. Ja, nimmer. Nimmer. Die wollen mit uns leben, Schatz. Ja, ist ja nicht. Unser Auto. So, frisch aus dem Naturkühlschrank, ein schönes Märzen. Ich finde dein Bier interessant. Safter, geil. Oh ja. So, wir alle... Ist das gut? Wir alle... die das vielleicht noch nicht kennen oder wie auch immer, das hier ist eine Art und Weise, einen Zunder herzustellen, und zwar nennt der sich Feuerfächer oder ich glaube Pibus oder so. Das sind im Grunde halt nur solche Spanlocken, Und ja, die brennt ziemlich schnell, ziemlich gut. Und eine ziemlich einfache Methode. So, und jetzt, damit ihr seht, wie gut dieser Zünder funktioniert. Ne? Also ganz einfache Sache. Kann man im Grunde mit jedem Holz machen, so weiches Holz. Das eignet sich natürlich ein bisschen besser, weil das natürlich dann schön schnell anfängt zu brennen. Wir lassen jetzt den Abend bei Lagerfeuer und Maiskolben, Bier ausklingen und wir spielen jetzt noch eine Runde Game of Quotes. Das ist ein Spiel von Marc-Uwe Kling. Vielleicht kennt ihn ja der ein oder andere, der hat die Känguru-Kroniken geschrieben. Und die Spiele, also es gibt inzwischen schon zwei, einmal Halbakurz und halt Game of Quotes, sind sehr, sehr lustig. Kann man auf jeden Fall wärmstens empfehlen. Ja.